Hallo, liebe Gärtner. In diesem Video soll es darum gehen, was passieren kann, wenn man sich Profigärtner in den Garten holt und sich dann wundert, wie schlecht und ahnungslos die sein können. Woran das liegt, was der Grund dafür ist und was ich vorschlagen würde, was man tun sollte, das gibt es im Video und nebenbei lasse ich so ein paar Impressionen laufen, was alles nicht passieren sollte. Ob das hier jetzt Rosen so nach dem Schnitt aussehen, sind, wo Totholz drin gelassen wird, wo gleich bei einer Stämmchenrose von unten Wildtriebe kommen, die inzwischen größer sind als die Stämmchenrose und die einfach stehen gelassen werden. Ob es unfassbar falsche Baumanbindungen sind, Mulch, der ungefähr in einer halben Zentimeter Stärke aufgetragen wurde und kurze Zeit später Unmengen aus von Unkraut aus diesem Mulch entsprungen. Hortensien, die mit Heckenscheren plattgebügelt wurden. Ich könnte noch viel, viel mehr Aufnahmen zeigen. Auch die schönsten Blumenhartriegel, 2, 3 Meter groß, die dann mit Heckenscheren zu 50 cm Kugeln massakriert worden sind und so weiter. So, worum es mir eigentlich geht, ich persönlich mache die Sachen gerne selber und ich finde, viele könnten das auch selber tun. Ich habe etwas weniger Respekt für Leute, die es könnten, es aber einfach nicht machen wollen. Und ich habe durchaus Respekt für Leute, die sagen, aus verschiedenen Gründen, wir schaffen es nicht, wir können es nicht und holen uns Gärtner. Da sollte man jetzt aber einige Sachen wissen und beachten. Ich bin dafür, das Ganze dann professionell machen zu lassen, auf jeden Fall. Und dann ist es den Preis auch wert. Ich würde mir allerdings dann Informationen einholen von dem Gärtner und auch Leute kommen lassen, die letztendlich dafür verantwortlich sind, den Garten dann zu pflegen und zu schneiden etc. Und den möchte ich auch als Ansprechpartner und den möchte ich auch als denjenigen, der dann immer kommt. Dann lasse ich mich gerne darauf ein. Die zweite Variante wäre, es ist mir gar nicht so wichtig, wie es aussieht und es soll einfach nur wirklich möglichst einfach irgendwie plattgebügelt, ist nicht meine Art des Ganzen. Aber sei es drum, wer es so möchte, es führt immer irgendwann zu Problemen, wenn ein Garten nicht so gepflegt werden wird, wie er gepflegt werden sollte. Das ist übrigens die falsche Anbindung. Gleich sehen wir noch, wie der Baum kurze Zeit später kaputt ist. Ja, also entweder wirklich Rat einholen oder wenn es nicht so wichtig ist, wie gesagt, es führt dann irgendwann zu Problemen, dann kann ich das Ganze aber auch von einem Hausmeisterservice machen lassen, der das auch nicht gut macht, aber zum halben Preis. Aber das Schlimmste aus meiner Sicht ist, wenn ich mir den teuren Gärtner in den Garten hole, der aber in 90% der Fälle dann einfach seine Pflasterjungen schickt, die hervorragend pflastern können, das möchte ich damit nicht sagen, aber etwas übertrieben gesagt, noch nie eine Pflanze gesehen haben. Die haben dann auch keine Ahnung, der Garten sieht so aus wie das, was hier jetzt alles passiert ist. Und ich zahle aber dann den doppelten Preis wie bei denen, wenn ich jetzt einen Hausmeister-Service hole, die auch wenig Ahnung haben, aber es halt auch gleich schlecht machen können. Was auf keinen Fall passieren darf, ist meiner Meinung nach viel Geld ausgeben und dann die schlechten Gärtner holen. Also informiert euch beim Gärtner. Lasst da jemanden kommen, der wirklich Ahnung hat, dann ist es den Preis wert. Und sonst wählt die günstige Variante, wenn es denn für euch und euren Garten nicht so drauf ankommt. Hier sehen wir nochmal das Hortensienmassaker. Das war's von mir. Lasst es euch durch den Kopf gehen.